Vorgestellt wird die sowjetische Mechatronröhre 6MH1S. Mit diesen Röhren war es möglich, eine mechanische Messgröße in eine elektrische Messgröße zu verwandeln. Die Röhre besteht aus zwei Dioden mit einer gemeinsamen Kathode. Die beiden Anoden sind im System mit einer Feder gesichert und können mit Hilfe eines mechanischen Hebels von außen bewegt werden. Einhändig ein bisschen schwer zu demonstrieren. Man sieht aber die leichte Bewegung der Anoden. Die Röhre wurde in einen Oszillator eingebaut und durch die Verstimmung der beiden Schwingkreise konnte ermittelt werden, wie weit der Hebel ausgerichtet wurde.